Das wird gar nichts. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ciao tutti, sono Invincible. Willkommen zurück zu KSP Hardcore Colonization. Was machen wir heute? Ja, wir schauen mal in der Research. Haben noch 37 Research Points. Das heißt, wir können uns nichts leisten. Wir müssen da noch ein paar Sachen erforschen. So, mal schauen, was wir hier so zuerst mal für Missionen haben. Aktiv haben wir hier das Orbit Kurban. Ja, das müssen wir noch machen. Und ein Parachute over Kurban. Altitude 4000 Meter bis 11.000 Meter. 200 pH, das können wir sicher. Das schaffen wir sicher. Okay, also gehen wir zur Assembly. Wir wollen hier jetzt was bauen, um zu orbiten. Also Pod, haben wir nur das? Nehmen wir nur das. Wie war das mit der Mission MK16 Parachute? Parachute MK16. So. Also Reentry mit Thermal Shield. Den natürlich. So. So, was nehmen wir noch mit? Ein paar Sachen nehmen wir dann noch mit. Was verwenden wir für Engines? Die große, die ist aber nicht gegimbelt. Wir brauchen die da. Ja, die hat mehr Thrust, aber wir brauchen die andere. Hier gibt's alles. Das brauchen wir alles noch nicht. Wir brauchen ein Decoupler jetzt. Und zwar so. Dann brauchen wir. Ich wollte noch ein bisschen Science haben irgendwie. Gibt's das nicht da? Die da möchte ich mal versuchen. Ah, wir brauchen natürlich eine Antenne. Die platzieren wir hier. Nee, so. So. Die möchte ich so platzieren. Und Science. Aber gibt es da nicht Utility zuerst? Den Storage Hexacore? Gibt es auch ein Quad-Core Storage? Quad-Core. Okay. Möchten so mitnehmen. Gut. Science. Den brauchen wir. Was ist das? Okidoki. Wir nehmen ein Manometer mit. Wir nehmen Mystery Goo mit und irgendwas Leeres hatte ich doch da noch gesehen. Da Storage Bay. So. Das nehmen wir mit und dann hier das Heat Shield. Ich nehme natürlich da ein bisschen mehr Parachutes dem Fall auch mit. Das heißt, ich platziere die zwei weitere Parachutes. Wo sind sie? Parachutes da. Und zwar die Radial Parachutes. So, zweimal. Ist da auch eine kleinere Version? Hey, nehmen wir die. Die zwei. So. So orienten wir. Noch was anderes kann ich den noch vielleicht ein bisschen
Ja, komm, den können wir ein bisschen höher setzen. Der sieht einfach scheiße aus sonst. Das ist mit dem Move-Tool. Nicht den da. Moment. Den, oh, den da. Einfach. So viel, nein. So. Mit Shift kann man das ein bisschen genauer machen. Nee, 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 nee. Rück. Weg damit. Kann den da nicht. Den erwische ich jetzt nicht mehr. Mich verarschen. Na dann. Lassen wir es so. Schon gut. So. Hier, die kappen wir. Okay. So, jetzt, was haben wir für Fuel Tanks? Die größeren da, die nehmen wir mit. Wir machen hier 8. Ist das eine gute Idee? Ja, ich habe nichts anderes im Moment. Geht ja nicht anders im Moment. Also, wir machen noch eine Stage rein hier. An die Kappler. Check, check. Engine. Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar Booster. Okay. Radioantikappler haben wir auch. Super. Wir nehmen zwei natürlich. Und die Booster. So. Ein wenig Aerodynamik. So, wie sieht's aus? Zu heftig. Zu heavy, zu heavy. Na, die können wir nicht nehmen. 13 Tonnen, noch 5 Tonnen. Wenn wir die zwei nehmen. Ach, zu viel. Okay, ich glaube nicht, dass ich so orbiten kann. Das reicht noch. Wie viel Delta V haben wir? 3000. Ja, das nee, das wird nichts, das wird zu knapp. Für eine Orbit reicht's nicht, wahrscheinlich. Komm, wir nehmen noch ein Tank mehr, mal schauen, ob's reicht. 30, ja. Gibt's irgendwelche Probleme? Parachute-Messing. Was Parachute-Messing? Die sind doch da. Electrical Charge requires unused Monopropellant. Ja, okay. Wir könnten so starten. Ich habe insgesamt wie viel Delta V? 2800. Weniger als vorhin? Was sei? Kann nicht sein. Eben. Okay. Ich nehme diesmal die Valentina mit. Valentina? Ja, wir versuchen da mal zu starten. Wir haben ganz am Anfang zu viel Delta V. Thrust Limiter. Da gehen wir auf. Ja, so. So, genau. Okay.
Staging, die zuerst. Nee, 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 nee. Der kommt mit. Die Fuelit. Also, komm, so starten wir. Die gehen weg. Der geht weg. Der kann gleich starten mit dem. Der geht weg. Und die Parachutes. Gut. Okay. So, das ist unser Orbito an Kerben. Orbital One. Let's save it und wir starten. Ready. Go. Wir platzieren den Nachpol ein bisschen hier nach links. Machen hier schon einen kleinen Gravity Turn auf ca. 10 Grad Richtung 90 Grad natürlich, also Richtung Westen. Nein, Osten. Richtung Osten. So, wir sind. Wie sieht's hier aus? Gut. Wir können schon mal mehr Richtung 45 Grad gehen. 19.000. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Da bin ich zu viel. Okay, das wird wohl nichts mit der Orbit, mit dem. Wir warten mal. Oh, 64. Das wird gar nichts. Oh mein Gott. Was ist das denn? Na, ich brauche schon mindestens 4000 Delta V, um zu orbiten. So, wir sind noch voll in der Atmosphäre. Geben wieder Vollgas. So, das war's. Kein Orbit. Mal schauen, was wir hier alles rausholen können. Also. Lock. Okay, ist noch in der Atmosphäre. Okay, da ist nichts drin, stimmt ja. Was bekomme ich da für die? Hi. Sehr wenig. Wir warten, bis wir aus der Atmosphäre sind. 78.000. So, wir sind out der Atmosphäre. Lock Pressure müsste eigentlich nichts bringen, oder? Ah, das habe ich mir fast. Habe ich fast befürchtet. Wie sieht's aus mit.
Magnenite, 4 Science nehmen wir mit. Crew Report nehmen wir auch mit. Okay, dann Toggle. Mystery Goo habe ich wahrscheinlich auch schon. Wir warten, kommen wo runter? Das Wasser? Keine Ahnung. Moment, wir können ja eigentlich auch mit Science, X-Science, die ganzen Science holen. Welche war das? Das da. Genau. Das heißt, hier kann ich jetzt Temperatur scannen und Atmospheric scannen. Gut. Zack, zack. Die brauche ich alle nicht mehr. Ja. Die Kappen mal. Den da, Toggle Sensors. So kommt man doch noch runter. Na, das stoppen wir nicht. Apropos, das schauen wir noch. Den Parachute an 250 Surface 11.000. So, 250 werden wir bald schaffen. Come on. Runter damit. Runter mit dem. So. Wir deployen. Geschafft. Wir deployen das nächste. Eva Report Temperature Scan. Can't be done right now. Wieso nicht? Hm? Wieso kann man das nicht? Hm, gibt's da schon? Log Data. Parameter, nein, das muss es sein. Nein, das ist er. Hä? Da ist er. Come on, deployed mal. Crew Report habe ich schon. Und hab. Gut, also. Ich EVA zuerst mal. Hol mir ein EVA Report. Dann gehen wir wieder an Bord. Machen den Magneto. Can't be done right now. Oh, schade. Aber Temporary Scan kann ich auch nicht machen. Ich glaube, ich muss zuerst mal diese Sachen nehmen. Take Pressure Data, Take Lock
Gut, wie sieht's mit dem da aus? Take Data. Und da. Ups. Okay, kann ich auch nicht. So, Mystery Goo. Das kann ich jetzt nehmen. Da Atmospheric Pressure Scan. Jawohl. Jawohl. Temperature. Jawohl. Den kann ich auch noch. Okay. Jetzt gehe ich raus, nehme da all die ganzen Datas und gehe wieder rein und somit kann ich noch einen Crew Report erstellen. Cool. Also, mehr Data, mehr Science kann ich, glaube ich, nicht mehr holen. Recover the vessel.